Zu. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Präsidentin, das Finanzaufsichtsergänzungsgesetz wird heute hier eingebracht in die Diskussion. Und es beruht auf der Empfehlung des Ausschusses für Finanzstabilität von Juni 2015. Und natürlich ist auch das, was der IWF dazu sagt und der Europäische Ausschuss für Finanzstabilität, etwas, mit dem man sich beschäftigen muss. Im Mittelpunkt steht die Entwicklung an den Immobilienmärkten. Und die Frage ist, ja, die Entwicklung an den Immobilienmärkten, werden wir zukünftig auf eine Blase zuholen oder nicht? Aber eines ist klar, heute haben wir keine Überhitzung auf den Immobilienmärkten. Und damit ist das, was wir heute debattieren, letztendlich etwas, was rein präventiv gemacht werden soll. In der Umsetzung, im Ablauf sollen dann BaFin und Bundesbank im Einvernehmen dieses feststellen. Und sie sollen entsprechende Maßnahmen ergreifen können, so zum Beispiel in der Frage Relation Kredit-Immobilienwert, Mindestamortisation oder die Frage, wie viel zur Tilgung herangezogen werden muss. Wobei auch hier ist es entsprechend notwendig, dass der Einzelfall geprüft wird. Jemand mit 1.000 Euro Einkommen ist sicherlich anders zu bewerten als jemand mit 5.000 oder 10.000 Euro. Aber neben diesen Fragen, grundsätzlichen Fragen, finde ich bei diesem Gesetz spannend, dass wir mal es nutzen, das zu betrachten, wo wir heute stehen. Wir haben jetzt 10 Jahre europäische, internationale, nationale Regulierung hinter uns. Und 10 Jahre, nachdem wir die Regulierungsthematik angestoßen haben durch die Subprime-Krise, sind wir mit einem solchen Gesetz konfrontiert, das da sagt, trotz aller Regulierung werden wir zukünftig mit einer entsprechenden Krise zu rechnen haben. Das ist jetzt erstmal nichts Aufregendes, weil jeder rechnet ja damit, dass irgendwo eine Krise hochkommt. Und lassen Sie mich an dieser Stelle schon noch betonen, ich bin erstaunt gewesen, dass keiner bisher der Vorredner darauf hingewiesen hat. Die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank ist daran auch nicht ganz unschuldig. Die Europäische Zentralbank ist hiermit durch ihre Zinsen diejenigen, die, wo jeder sagt, selbst die BITs, selber Mitglieder der EZB, dass entsprechende Blasen momentan entstehen. Herr Radwan, erlauben Sie eine Frage oder Bemerkung von Lisa Paus? Ach, von mir aus auch von beiden. Ach so, Entschuldigung. Ja, weil Sie so groß sind, haben Sie den Schick mir verdeckt. Und ich dachte, breit. Da, gut. Ihr breiter Rücken hat. Gestatten Sie es oder ja, nicht? Ja. Gut, Herr Schick. Herr Radwan, ich wollte nur die Frage stellen. Wenn ich richtig informiert bin, hat die CSU beschlossen, ein Ermächtigungsgesetz, das der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht selbstständige Eingriffsmöglichkeiten gibt, lehnen wir ab. In Bezug auf das heute vorliegende Gesetz. Gilt das oder finden Sie das richtig, dass man dieses Gesetz jetzt macht? Und was heißt diese Position? Antworten brauche ich darauf gar nicht. Der Herr Schick hätte nur warten müssen, bis meine Rede zu Ende ist. Nein. Ihre Redezeit wird doch angehalten. Nein, aber die Antwort ergibt sich aus meiner Rede. Ach so. Gut. Ist ganz einfach. Was mache ich jetzt? Da kriegen Sie ein paar Sekunden mehr. Also. Nochmal, der erste Punkt, den ich gesagt habe, wo stehen wir 10 Jahre nach der Regulierung? Und das ist mir ernst, weil wir jetzt damit konfrontiert sind, zu sagen, Blasen entstehen. Ich habe auf die EZB hingewiesen, sowohl bei der Entwicklung jetzt als auch bei dem Ausstieg werden wir mit Verwerfungen am Finanzmarkt rechnen müssen. Und darum ist das für mich durchaus auch ein Paradigmenwechsel, indem wir jetzt sagen, zukünftig braucht die BaFin, braucht die Aufsicht gewisse Flexibilitäten. Und darum ist dieses Thema auch Immobilienkreditrichtlinie alleine, Immobilienbereich alleine anzuschauen, zu wenig. Herr Schick hat ja bereits gesagt, man sollte es von den privaten Immobilien auf die Gewerbeimmobilien ausdehnen. Meine Damen und Herren, wenn dieses Gesetz durch ist, wird es weitere Ausdehnungen geben, um eben entsprechend präventiv darauf hinzuwirken. Und von daher haben wir ganz klare Bedingungen an ein solches Gesetz. Erstens, die parlamentarischen Berichts- und Kontrollpflichten müssen geschätzt sein. Es darf keinen Freifahrtschein geben, sondern es muss klar sein, unter welchen Bedingungen und wie die BaFin und die Bundesbank, in welchem Verfahren. Und wir könnten dann nach Frankreich schauen. In Frankreich gibt es einen Rat zur Lage des Finanzmarktes, wo Experten von Bundesbank,
vom BaFin, vom Bundestag, bei uns könnten es der Bundesrat, BMF, auch Marktteilnehmer berufen werden, die schlicht und ergreifend regelmäßig etwas sagen zur Lage am Finanzmarkt. Gleichzeitig, meine Damen und Herren, halte ich es für dringend notwendig, dass wir die existierende Regulierung anschauen. Dieses Gesetz zeigt uns, dass wir mit allen gesetzgeberischen Maßnahmen, die wir bisher ergriffen haben, weiß Gott, nicht alle Eventualitäten abdecken können. Und wir haben hier auch in manchen Bereichen zu viel gemacht. Und darum ist parallel dazu jetzt notwendig, sich anzuschauen, wo wir hier zu viel gemacht haben, was eben nicht zur Finanzstabilität geführt hat, sondern entsprechend Bürokratie erzeugt hat und somit kundenunfreundlich und auch bankenunfreundlich ist. Und wenn etwas bankenunfreundlich ist, meine Damen und Herren, dann kann es auch kundenunfreundlich sein. Und da bin ich gleich bei dem nächsten Gesetz, das wir jetzt entsprechend überprüfen. Kollege Hauer ist ja sehr intensiv darauf eingegangen, die Umsetzung der Wohnimmobilienrichtlinie. Meine Damen und Herren, wir sind hier konfrontiert mit der Situation, dass entsprechende Gesetze unklar sind und dass aufgrund dessen, weil völlig unklar ist, wie in einigen Jahren die Rechtsprechung sein wird, die Marktteilnehmer heute bereits entsprechend reagieren. Das richte ich insbesondere an den Minister Maas und seinen Staatssekretär, die hier intensiv zuhören. Weil wenn ich mir anschaue, wie die Rechtsprechung bei den AGBs war mit den Zinsen im Bankenbereich und da nicht die entsprechenden armen, schützenswerten Verbraucher, sondern hochfindige Juristen herausgebracht haben, wie ich meinen entsprechenden Darlehensvertrag kündigen kann, um rückwirkend rauszukommen, um die jetzig interessanten Zinsen zu bekommen, dann müssen wir als Gesetzgeber heute konkret arbeiten, um nicht eine Verselbstständigung nach 5 oder 10 Jahren durch die Rechtsprechung zuzulassen. Und das ist der Anspruch an so ein Gesetz. Und darum, meine Damen und Herren, werden wir dieses Gesetz intensiv beraten. Und nochmal, wir sagen schlicht und ergreifend, es darf keinen Blankoscheck geben durch das Parlament an die BaFin. Es muss kontrolliert werden und wir müssen die Regulierung entsprechend kontrollieren. Das erwarten wir uns entsprechende Expertise durch die Anhörung und durch eine kritische Beratung. Besten Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Kollege Radwan. Damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung des Gesetzes.